Heute sind wir zur ersten Küchenparty im Restaurant Euler in Lennep. Und wir haben hier den Geschäftsführer Jörg Hoffmann. Und Jörg, wie sieht es aus? Welche Gerichte kannst du heute anbieten? Wir haben ja entsprechend der Küchenparty haben wir verschiedene kalte und warme Vorspeisen. Ein bisschen Ente, ein bisschen Geflügel, ein bisschen Fisch, ein bisschen Fleisch und Gambas. Ein Süppchen, zwei Hauptgänge und natürlich Dessert. Aber in ganz lockerer Form, dass die Gäste sich da die Waren abholen können, sehen, wie es gemacht wird, wie es vorbereitet ist. Es wird serviert, es wird aber auch abgeholt. Einfach ein lockeres Beisammensein, dazu essen und trinken und entspannt. Und wie wir sehen oder hören, ja, unserem Konzept gemäß, alles locker. Ja, wir können ganz klar sehen, hier die Bude ist voll, es wird gut angenommen. Das Schöne daran ist, glaube ich, dass wirklich alle alles sehen können, hinter der Theke die Zubereitung und nicht wie in manchen Lokalen einen auf den Deckel kriegen, wenn sie hinter die Theke gehen, um da mal zu gucken. Nein, nein, das ist ja das, was wir wollen. Wir haben da nichts zu verstecken, wir sind da ganz offen und wir finden das auch gut. Kommunikation mit dem Gast, immer. Ich werde jetzt mal hier ein paar Gäste befragen und hören, was die zu den Essenskünsten von Herrn Hoffmann sagen. War super lecker, also wir haben jetzt schon ein paar Sachen getestet und hat alles super geschmeckt. Wir hatten Gambas und Quinoa-Salat und Entenbrust, also war schon ein paar Sachen dabei. Ja, sensationell, wie immer gut hier beim Euler, beim Jörg. Eins ist besser als das andere, der Wein richtig gut, vollmundig, aber der Knaller waren die Gerichte. Über die Krabben, über die Entenbrust, Quinoa-Salat. Ein wunderbares Süppchen hat es gegeben, also wirklich fantastisch. Ich freue mich jetzt noch auf das, was kommt und insbesondere weiß ich ja, dass das Haus hier ganz, ganz fantastische Desserts macht und was er da heute angekündigt hat, da läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. So, Jörg, nach den wirklich positiven Aussagen deiner Gäste nochmal zu dem Konzept. Das Konzept ist eigentlich einzigartig, man kennt es nur aus dem Fernsehen. Hast du es daraus übernommen? Nein, nein, die Idee kommt ja aus dem Bereich Kochstudio, Kochschule, da was ich ja vorher gemacht habe. Und die offene Küche integriert sich halt. Der spaßige Gedanke war, die besten Partys finden in der Küche statt. Wir haben nichts zu verstecken, die Gäste können ruhig zugucken und wir kommunizieren halt über das, was wir tun. Und wir werden da sehr gut beobachtet. Und wir wollen auch den Kontakt zu den Gästen haben und halten. Es steigt die Verantwortung gegenüber der Ware und natürlich auch den Gästen. Vielen Dank, Jörg. Dir wünsche ich heute Abend noch ein gutes Gelingen und auch den Zuschauern einen guten Abend. Gerne.